Hallo und herzlich willkommen zu Simtastisch. Heute geht's weiter mit der Disney Villain Challenge. Und im letzten Teil wurden wir eben von Aurelio erst einmal freundschaftlich zu unserem nächsten Ball eingeladen. Und jetzt haben wir hier von Trade eine Benachrichtigung. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Aurelio angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Danke, das finden wir auch. Und endlich haben wir dann somit auch, ja, die Liebe von Snow wiedergefunden. Im anderen Spielstand hatten wir ja den guten Aurelio als potenziellen Liebhaber oder vielleicht auch als Ehemann, das kann man ja sehen, wie man möchte, ausgesucht. Und im neuen Spielstand habe ich den leider erstmal nicht gefunden, aber glücklicherweise habe ich ihn dann doch durch Zufall wiederentdeckt. Ja, und wir befinden uns jetzt hier erst einmal auf diesem Vortreffen, bevor wir eben jetzt hier auf unseren Abschlussball können. Und wir werden jetzt hier erst einmal ein klein wenig mit dem guten Aurelio plaudern. So, was machen wir denn? Wir werden definitiv hier irgendwas... Wir werden ihm einmal ein eindeutiges Angebot machen. Mal schauen, wie der gute Aurelio darauf reagiert. Hey, möchtest du mit mir die Rakete lieben lassen? Oder so, keine Ahnung. Oh, das könnte jetzt natürlich etwas schiefgelaufen sein. Die Liebe hat definitiv drunter gelitten. Schwelender Groll. Aurelio hegt einen tiefsitzenden Groll gegen Snow. Es ist schwierig, die Vergangenheit zu vergessen oder zu verbergen. Was bewirkt, dass sich Aurelio sehr unwohl in der Nähe fühlt. Hallo? Können wir uns wenigstens entschuldigen? Mal schauen, ob das klappt. Also darauf ist er jetzt wieder eingegangen und die Entschuldigung scheint er auch zu akzeptieren. Das ist auch jedenfalls schon mal sehr schön. Wir werden dann jetzt hier einmal ja so ein paar neutralere Sachen fragen. Dann werden wir ein klein wenig Smalltalk halten. Wir fragen ihn einfach mal, wie die Winde wehen. Und er ist auch in der Coverdale High School. Das ist schön. Vielleicht gehen wir auch ja mal zusammen mit ihm in den Unterricht. Wir werden ihn jetzt mal versuchen, hinter das Licht zu führen. Das ist eine schelmische Interaktion, glaube ich. Ich hoffe, dass es keine gemeine Interaktion war. Okay. Das hat sehr gelitten unter der Freundschaft. Aber wir machen jetzt einfach mal einen mutigen Anmachspruch. In der Hoffnung, dass wir dann auch gleich zum Abschlussball eingeladen werden. Aber das funktioniert alles so, glaube ich, nicht. Dann werden wir es doch erstmal unter freundschaftlich belassen. So, Aurelio, wo gehst du hin? Okay. Aurelio ist jetzt einfach weg und alle Freunde sind auch einfach weg. Dann gehen wir doch hier erst einmal auf die Toilette und hoffen, dass wir dann wirklich gleich auch zum Abschlussball eingeladen werden. Sie erleichtert sich dann. Ich glaube, der fängt immer um 19 Uhr an, wenn ich mich nicht täusche. Ich werde dann jetzt hier erstmal... wir können zum Abschlussball gehen. So, da ist Snow in ihrem wunderschönen Ballkleid. Ich weiß gar nicht. Schau mal ganz kurz, ob wir vielleicht noch ein anderes haben, weil das hatten wir ja schon beim letzten Mal an. Ich glaube, ich nehme dann doch lieber das hier, dass sie das einmal ja anzieht. Das sieht eigentlich auch ganz toll aus. Finde ich, steht ihr auch sehr gut. Und dann werden wir jetzt hier erst einmal mit dem guten Aurelio ein wenig plaudern. So, freundlich, Smalltalk und dann teilen wir einmal Fotos. Aurelio kommt auch schon mal raus zu uns. Ich habe ihn... Oh, Aurelio möchte einen Schritt weiter gehen. Ist Snow zu einer festen Freundschaft bereit? Natürlich sind wir das. Oh, schaut euch das an. Die beiden werden jetzt hier feste Freunde werden. Hat er sie gerade geküsst? Nee, ich glaube nicht. Aber egal. Ist das nicht schön? Warum fühlt sie sich jetzt beschämt? Das war seltsam. Uff, das war ein unangenehmes Gespräch von Snow. Okay, aber die sind doch jetzt in einer Beziehung, oder? Schau einfach mal nach. Unbekannt, Turteltauben, gut kompatibel. Okay, fester Freund. Aber der schwelende Groll ist immer noch da. Wir versuchen natürlich, das Ganze dann auch ein wenig runterzuspielen, dass das dann eben nicht mehr dann da ist. So, wir loben dann erst einmal sein prächtiges Gewand und dann gehen wir natürlich hier einmal tanzen. Darling ruft uns an. Hey, ich habe gehört, dass dich mit Aurelio angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Danke, das finden wir auch. So, wir machen dann jetzt hier zusammen als Pärchen tanzen und dann nehmen wir natürlich den Aurelio.
Und dann schauen wir mal, ob die beiden jetzt tanzen werden. Oh, sie tanzen draußen. Ist das nicht süß? Ich weiß doch auch nicht, warum sie draußen tanzen. Aber na gut. Ist doch total knuffig, wie die beiden jetzt hier tanzen. Voll schön. So, dann, wenn ihr das abgeschlossen habt, dann wählen wir jetzt hier einmal den Abschluss bei König. Und natürlich ist das der gute Aurelio, den wir hier wählen. Okay. Das hat jetzt nicht gezählt. Dann wird es nur wahrscheinlich alleine tanzen müssen. Dann machen wir das auch mal. Einmal tanzen. So, den Abschluss bei König haben wir gewählt. Und dann wählen wir jetzt die Närrin. Oder den Narr. Wen wählen wir? Es wäre doch schön, wenn wir, wenn wir die Närrin sein könnten. Können wir das wählen? Nee, leider nicht. Wen nehmen wir denn dann? Das ist eine gute Frage. Wir nehmen einfach mal die Cassandra. Und dann haben wir das dann auch einmal gemacht. Und dann werden wir jetzt natürlich hier noch... Warum können wir... Ah, die Fotobox ist derzeit besetzt. Na gut, dann warten wir eben, bis die Fotobox nicht mehr besetzt ist. So, jetzt haben wir die Chance. Dann machen wir natürlich ein Foto mit dem guten Aurelio. Aber wir wollen natürlich ein romantisches Foto machen. Und das wird das allererste Foto mit unserem Schwarm sein. Also mit unserem ersten festen Freund. Und ich bin auch gespannt, ob wir das anschauen können. Müssen wir gleich mal schauen. Auf jeden Fall beginnt jetzt die Abschlusszeremonie. Und alle zuhören. Hier kommt das Ergebnis der Abstimmung für den Abschluss bei Hora. Aurelio ist einfach Abschlussballkönig geworden und Cassandra ist die Abschlussballnärrin geworden. Auch hier denke ich mir wieder, ich war die Einzige, die abgestimmt hat. Und da müssen wir dann natürlich dann hier erstmal ein Foto vom guten Aurelio machen, wie er hier jubelnd steht und erstmal seinen Tag genießt. Oder seinen Abend vielmehr. So, dann haben wir das natürlich auch gemacht. Das Foto können wir dann gleich auch in Snows Zimmer aufhängen. Und dann werden wir jetzt hier erstmal Aurelio unser Outfit zeigen. Wir entschuldigen uns natürlich erst einmal, weil Snow hat miterlebt, dass sich ein geschätzter Sim leidet. Ach so, okay, das ist... Das macht sie traurig. Das kann ich verstehen. So, dann müssen wir jetzt erstmal schauen, wo können wir denn hier... Unser Komplimente, Respekt zeigen, Interessen. Also wir bejubeln ihn jetzt erst einmal. Ich weiß aber auch nicht, wo wir jetzt hier das Outfit zeigen können. Ich weiß, dass man das machen kann, aber es ist jetzt die Frage, wo. Beschweren werden wir uns natürlich nicht. Zuwendung vielleicht. Geschenk geben, du bist mein Favorit. Oh, wir machen erstmal eine liebevolle Umarmung und dann sagen wir Aurelio, dass er ihr Favorit ist. So, jetzt ist nur die Frage, wo haben wir es wieder gefunden? So, du bist mein Favorit. Hey, herzlichen Glückwunsch zur königlichen Heid. Oh, und da umarmen wir sich wieder. Und dann möchten wir natürlich hier auch noch ein Foto machen, ein Selfie mitmachen. Dem guten Aurelio. Und dann werden wir uns hier natürlich auch noch etwas zu trinken holen. Bitte einmal... ein Foto machen. So, erstmal einfangen und dann wollen wir natürlich eine romantische Pose. Das ist doch süß. Vielleicht ein Hochkant. Und dann so. Da machen wir mal zwei von. Dann wollen wir natürlich noch eine andere Pose. So, dann nehmen wir die noch. Ich mache immer zwei Bilder, wenn es funktioniert, weil manche Bilder sind ja dann nicht so gut. Und dann zum Schluss machen wir noch ein lustiges Foto. Dann haben wir definitiv einen wunderschönen Abschlussball. Also eine wunderschöne Erinnerung. Und halten wir die Party im Gang. Hast du Lust, mit auf die Afterparty zu kommen? Ja, gehen wir einfach mit Aurelio. Treiben wir es heute mal auf die Spitze. So, und da sind wir jetzt hier auf dem Abschlussball. Und dann werden wir uns jetzt erstmal etwas... Okay, wir können hier nichts... holen. Aber dann gehen wir hier bei die junge Dame und bestellen erstmal etwas zu essen. Und zwar bestellen wir ein Erdbeertörtchen. Und dann schauen wir mal, ob wir hier den Liebestunnel mit Aurelio noch fahren können. Wenn er denn so lange bleibt. Das ist natürlich die Voraussetzung. Ich finde, das Kleid steht ihr so gut. So, futter du da schnell auf und dann kannst du hier mit... Wo ist Aurelio denn?
Wir wollen nicht fahren, wir wollen mit Aurelio zusammenfahren. Können wir Aurelio irgendwie hierher rufen und herbeirufen? Dieser Zimmer ist zu weit weg, um ihn zu rufen. Okay, dann gehen wir einfach... Obwohl, nee, wir machen das so. Wir gehen zusammen hier hin, dann brauchen wir ihn nämlich nicht herbeizurufen. Und dann können wir hier eine romantische Fahrt mit Aurelio machen. Warum können wir bitte mit Hubertus, ist das Hubertus? Nee, mit Hugo, eine romantische Fahrt machen. Die beiden haben null Liebesbeziehung. So, und dann hoffe ich, dass die beiden ein schönes Erlebnis da drin haben. Schwärmerei, die Sterne leuchten am Himmel und Snow geht mit ihrem Schwan zu den Knuddelscootern, wo alle guten Beziehungen beginnen. Das Licht, die Musik, der Mitarbeiter, der in der Ecke eine Glühbirne wechselt, alles, was es braucht, um eine Romanze erblühen zu lassen. Der Zeitpunkt ist gekommen. Macht Snow den ersten Schritt in die Richtung einer romantischen Beziehung oder geht sie es langsam an und bleibt lästig? Ich denke mal, Snow würde jetzt hier flirten und Snow weiß jetzt über die Orientierung Bescheid. Die Knuddelscooter haben es wieder einmal gerockt. Aurelio scheint ihrem Charme zu erliegen und rückt ein wenig näher. Snow unterdrückt den begeisterten Aufschrei und legt lässig ihren Arm um Aurelio. Das ist wirklich ein knuddeliger Scooter. Der Mitarbeiter in der Ecke streckt den Daumen hoch und nickt zustimmend, bevor er eine Glühbirne festdreht. Die Zukunft sieht rosig für die beiden aus. Ist das nicht süß? Auf jeden Fall hat sie hier eine flammende Liebe. Knuddelpower. Liebende in einem Knuddelscooter. Wie knuddelig. Oh, das hat voll an ihrer Beziehung. Also das hat das echt hoch gemacht. Das freut mich so sehr für die beiden. Und wir entschuldigen uns dann auch nochmal wegen diesem dummen Dings, was wir da gemacht haben. Warum? Okay. Sie können sich definitiv hier noch, ein wenig rumknuddeln und dann werden wir auch hier unseren allerersten Kuss erleben. Wo haben wir es denn hier? Körperliche Nähe? Doch, da. Und dann werden wir hier vor dem Autoscooter unseren allerersten Kuss erleben. So, das müssen wir natürlich dann hier einmal festhalten für die Nachwelt. Wie Snow und Aurelio sich dann hier küssen. Und wie fand er es? Also er ist definitiv nicht abgeneigt von Snow. Das finde ich halt schon mal schön. Oh, wie die einfach dann flirten. Jetzt hat er ihr noch eine schöne Nichtigkeit hinzugeflüstert. Was heißt hinzugeflüstert? Zugeflüstert. Und dann Piratag war vorbei. Hä, warum haben wir das denn viermal gekriegt? Maleficent? Hä, warum haben wir zweimal Mal, Evie, Snow und Henry. Ach ja, genau, wir sind hier fünf Sims. Ja, ja, ist in Ordnung. Manchmal ist es halt so. Wir werden dann auch jetzt hier mal ein Techtelmechtel mit Aurelio starten. Und Snow hat herausgefunden, dass Aurelio sie wohl sehr attraktiv findet. Und dann werden wir die beiden jetzt hier ein wenig Spaß haben lassen. Und dann geht's, denke ich mal, wieder für Snow nach Hause. So, dann werden die beiden sich jetzt hier nochmal verabschieden. Wir erzählen ihm jetzt nochmal einen schmutzigen Witz und dann werden wir uns hier dann nochmal einmal küssen und dann sagen die beiden Gute Nacht. Gute Nacht, Snow. Wir sehen uns. Und somit werden wir jetzt hier nach Hause gehen. So, und schon ist Snow zu Hause angekommen. Der gute Hugo hat sie noch nach Hause begleitet. Und natürlich sind jetzt hier alle Sims noch wach. Aber wir werden uns dann natürlich jetzt hier einmal in unser Bett schleichen. Der Hoffnung, dass uns keiner sieht. Mal schauen, was Evie und Henry machen. Evie sitzt hier draußen. Sie wird sie definitiv erwischen. Aufgelöste Freundschaft. Auch wenn es vielleicht nicht komplett ihre Schuld war, bedauert Evie, dass sie keine bessere Freundin war. Hä, mit wem denn? Emotion Trauerklo. Okay. Das werden wir jetzt hier schnell mal beheben. Also ich kümmere mich mal ganz schnell um meine Sims und wir sehen uns dann morgen nochmal. So, der nächste Morgen hat begonnen und Henry muss in einer Stunde auf der Arbeit sein. Ich sehe gerade, es geht ihm eigentlich relativ gut. Auch der guten Evie geht es gut. Dann schauen wir mal, Mel ist auch wach. Mel geht es eigentlich auch relativ gut. Sie möchte jetzt hier mit Henry plaudern, aber wir sollten vielleicht mal nach Morgenrot schauen, Mel, weil ihr geht es nämlich sehr schlecht. Können wir das nicht mit Kindern? Warum können wir nicht schauen, was mit Morgenrot ist?
Ich glaube, Morgenrot hat Hunger. Dann werden wir jetzt hier Morgenrot einmal füttern. Mel, kannst du das bitte machen? Heuraufe auffüllen und auch hier nochmal. Ich weiß auch gar nicht, warum das unsere Renthilfe nicht gemacht hat, weil Morgenrot ist ja trächtig. Sie erwartet ja ein Baby. Und ja, das dürfen wir auf keinen Fall verlieren, weil das ist ja unser erstes Pferd von der Zucht praktisch. Mel, würdest du bitte ein klein wenig schneller gehen? So, Henry ist auf der Arbeit, das ist gut. Dann mach du bitte einmal fleißige Arbeit und dann kannst du dann auch direkt hier Morgenrot ja einmal fressen geben und hier dann einmal Smith. Ich glaube, ja, das ist auch Smith Schlafplatz und dann werden wir hier dann einmal das Ganze putzen. Okay, Smith bedient sich am falschen Futter. So, und dann würde ich sagen, so fröhlich wie Mel aktuell ist, in diesem kleinen Stall werden wir den Teil auch nochmal beenden. Im nächsten Teil werden wir definitiv wieder an den Fähigkeiten von Mel arbeiten, dass sie eben ja auch das Reiten erlernt, dass sie sich auch ein wenig mehr um die Pferde kümmert und vielleicht werden wir dann auch ja das Fohlen von Morgenrot und Smith kennenlernen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss.